Pavel, schön, dass du dir Zeit genommen hast an diesem Freitagnachmittag. Ja, 5, 6 Tage in Tegelen in den Niederlanden. Waren diese Tage so, wie du sie dir vorgestellt hast? Absolut. Also erstmal die Bedingungen sind sehr, sehr gut. Also der Platz ist auch gut. Hotel, Ambiente, Personal sehr, sehr nett. Und von daher erstmal haben wir alle gute Voraussetzungen für gute Vorbereitung. Was auch noch dazu kommt, ist, dass die Mannschaft auch sehr gute Einstellung hat, dass die Mannschaft motiviert ist, die ziehen sauber durch und auch wenn selber anstrengend, trotzdem sind die nach wie vor motiviert und bin bis jetzt sehr, sehr zufrieden mit dem Verlauf. Worauf lag der Fokus im sportlichen Bereich in diesen Tagen? Ach, das ist ja, um ehrlich zu sein, sehr, sehr komplexe Sache. Also es geht auch nicht nur um Kondition zu bolzen, es geht auch um Defensivverhalten, auch gewisse taktische Dinge, die wir auch letztes Jahr nicht so gut gemacht haben. Ich habe das schon ein und anderes Mal gesagt, als ich die Mannschaft übernommen habe bei Duisburg, haben wir wenig die Möglichkeit gehabt, bestimmte Defizite aufzuarbeiten, weil wir sehr viele Spiele hatten, englische Wochen hatten und war einfach die Zeit nicht dafür da. Aber jetzt ist ja die Situation ein bisschen anders. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, wo wir auch gezielt bestimmte Sachen trainieren können. Und für mich ist es ja auch wichtig, dass die Spieler, was ich sage, dass die das aufnehmen und das machen sie auch. Und deswegen bin ich der Meinung, dass jetzt diese Tage hier in Holland, die uns sehr gut tun. Wie gesagt, es geht nicht nur um Kondition, es geht auch um Wir-Gefühl zu entwickeln in der Mannschaft. Auch, dass die Mannschaft sich auch findet, auch vor 2 Tagen ist mir auch für Essen mal aufgefallen, dass nach dem Abendessen zum Beispiel ist die komplette Mannschaft zusammengeblieben und haben sie sich untereinander unterhalten. Also die sind nicht schnell ins Zimmer gegangen und PlayStation zu spielen oder Fernsehen zu gucken oder was die jungen Leute heutzutage machen. Im Gegenteil, die sind zusammengeblieben. Das waren 17, 18 Spieler, die unter sich unterhalten haben. Das ist sehr gute Indiz, sehr gute Zeichen für mich als Trainer. Also von daher, wie gesagt, es geht nicht nur um sportliche Sachen, es geht auch um Teambildung ein bisschen. Und gestern Abend haben wir auch einen sehr schönen Abend, wo die neuen Spieler auch singen mussten, sich hier vorstellen mussten. Es war ein sehr lustiger Abend. Also das sind schon Momente, die wir gerne mitnehmen und ich weiß, dass das auch die Mannschaft ausprägt. Rolf Fälscher war lange krank, ist jetzt wieder dazugestoßen und auch Aziz Bouadouz musste mehrere Tage passen. Wie geht es den beiden? Wie weit sind die? Die sind beim Aufbautraining. Boadus ist jetzt ein bisschen weiter als Fälscher, weil der Rolf, wie du das gesagt hast, war 10 Tage im Bett. Den müssen wir behutsam aufbauen. Es ist ja eigentlich ein wahnsinniger Typ, weil den musst du immer wieder bremsen. Er darf nicht so viel machen, aber für ihn ist ja schwierig, das zu verstehen, weil das ist er von Natur her, ist einer, der immer das Maximum will. Und deswegen ist, glaube ich, auch sehr, sehr beliebt bei unseren Fans. Und das zeichnet ihn auch wieder mal aus, weil das ist ja ein Typ, der immer Gas gibt. Und unsere Fans wollen genau das sehen. Und deswegen, wir müssen jetzt auch zu sehen, dass wir auch jetzt die nächsten Spiele, die auf uns zukommen, genau das vorleben und auch zeigen, dass wir tatsächlich eine Einheit geworden sind. Also nochmal, Aziz ist voll dabei, der hat ein paar Defizite, der hat ein paar Trainingseinheiten verpasst, aber es ist nicht so dramatisch, weil wir noch Zeit haben zu kompensieren und Fälscher sicherlich auch, weil da bei ihm mache ich mir gar keine Sorgen, weil, wie gesagt, ich muss ihn eher bremsen und von daher, die werden rechtzeitig für das erste Meisterschaftsspiel schon topfit sein. Ganz kurzer Blick zu zwei Spielern, die angeschlagen gar nicht mitkonnten. Das waren Dominik Schmidt und Julian Hetwer, die in Duisburg behandelt wurden. Wie weit sind die beiden? Ich habe gestern mit Dominik Schmidt telefoniert. Er hat übrigens gestern Geburtstag gehabt. Ihm geht's gut. Er hat jetzt Spritze bekommen in sein Knie. Er hat Probleme mit seinem Knie. Deswegen ist er nicht mitgereist. Jetzt macht er seine Reha, macht er seine Behandlung. Ihm geht es schon besser. Wir sind so verblieben, dass er am Montag
Das Ziel ist ja, dass er ab Montag theoretisch beim Mannschaftstraining einsteigt. Und bei Hetfer, bei Juli, Hetfer würde ein bisschen länger gedauert, weil seine Verletzung ist so ein bisschen hartnäckig. Er hat Patellasehnenentzündung. Das ist meistens bei jungen Spielern der Fall, weil die schnell gewachsen sind und dann natürlich die Knochen haben ein bisschen Probleme dadurch und die Sehnen. Und von daher, Juli ist ein Spieler, der auch lange ausgefallen ist durch den Syndesmosis. Jetzt ist die Belastung von 0 auf 100 für ihn viel zu schnell und deswegen die Entzündung in der Patellasehne. Der würde langsamer noch zurückkommen, das heißt, er würde ein bisschen länger Zeit brauchen. Aber das ist auch ein Spieler, wo bei ihm auf jeden Fall Geduld haben müssen, weil dieser Übergangsjahr von Junioren auf Seniorenfußball ist manchmal für die Jungs viel zu schnell, viel zu hart und die brauchen ihre Zeit, sich anzupassen. Es geht zum Abschluss des Trainingslagers am Samstag nochmal im Testspiel gegen Bärschrott aus Belgien. Worauf wird es da ankommen? Ja, an erster Stelle, wir wollen ein anderes Gesicht zeigen als letzte paar Spiele, die wir gemacht haben, weil das war nicht schön. Das ist mir auch als Trainer absolut bewusst und ich bin auch nicht sehr glücklich mit diesen Spiele und wie wir aufgetreten sind. Für mich geht es erstmal, dass wir Reaktion zeigen, dass wir Zeichen zeigen und Lebenszeichen nach draußen zeigen. Das ist erstmal wichtig, weil wir müssen jetzt langsam anfangen, auch wieder Vertrauen aufzubauen und dass unsere Fans auch sehen, dass wir doch eine gute Mannschaft sind und dass die an uns glauben können. Und das ist eigentlich dieses Vertrauen, das ist mir sehr wichtig. Das Ergebnis ist ja natürlich schön, wenn wir ein positives Ergebnis haben, aber ich muss auch an dieser Stelle auch ganz deutlich sagen, ich habe jetzt das Spiel am Samstag nicht berücksichtigt als Spiel, weil ich für mich ist ja wichtig, diese Trainingslager, die Zeit zu nutzen, um, wie gesagt, die Mannschaft fit zu kriegen und nicht gutes Ergebnis jetzt am Samstag zu haben. Dann heißt das, ich hätte nicht mein Programm durchziehen können. Also ich habe das Spiel am Samstag nicht berücksichtigt als Spiel, als Ergebnis, sage ich mal so. Das gehört zu unserer Vorbereitung. Es wäre schön, wenn die Mannschaft auch gewinnt. Das können wir auf jeden Fall noch schaffen. Da möchte ich jetzt nicht sagen, dass wir nicht die Kraft dafür haben. Aber ich will nur damit sagen, dass die Mannschaft auch die Woche sehr hart gearbeitet hat und kann schon sein, dass die ein bisschen müde werden am Samstag. Aber ich habe jetzt genug Leute, was ich eigentlich vorher nicht hatte. Ich habe jetzt genug Alternativen, wo ich mal ein bisschen einsteuern kann, ein bisschen auch dosieren kann, die Belastung. Dass ich zum Beispiel zwei Halbzeiten mit adäquaten Mannschaft spielen. Weil sonst, wenn du nicht die Spieler hast, dann fällt dir natürlich das Material dafür. Aber jetzt haben wir schon eine relativ ausgeglichene Mannschaft und wir denke ich, dass jeder schaffen würde oder kann, eine Halbzeit voll Gas zu geben. Und von daher bin ich zuversichtlich, dass wir am Samstag schon oder beziehungsweise morgen, dass wir ein gutes Spiel machen werden. Die Ergebnisse werden dann spannend ab dem 23. Juli. Der Spielplan ist gekommen. Das ist gleich ein knackiger Auftakt, oder? Definitiv. Also ich freue mich auf das Spiel. Ich bin erfahrener Trainer oder Rekordtrainer, wie man das so weiß. Aber ich habe noch nie Saisoneröffnung gehabt als Trainer. Also das darf ich jetzt auch erleben. Und ich freue mich auf das Spiel. Und natürlich für uns ist ja wichtig, dass wir am 23. auf Top-Level sind. Das ist eigentlich für mich das Ziel. Und da arbeiten wir hin und das wird für uns alle ein besonderes Spiel, vor allem gegen Osnabrück, ist auch ein Traditionsverein zu spielen. Der Trainer ist auch Ex-Spieler von mir, ich habe immer irgendwie so mit der Trainer oder mit Spieler irgendwie welche gemeinsam. Das ist bei den Rekorden, die du hast, aber auch kein Wunder, oder? Ja, genau. Und von daher, ich will nur damit sagen, wir freuen uns auf das Spiel, wir freuen uns auf die Meisterschaft. Wir arbeiten momentan hart und bin mir sicher, dass wir uns auch für diese harte Arbeit jetzt, die wir leisten, dass wir auch belohnt werden, früher oder später. Und das ist für mich jetzt wichtig. Wenn wir einen ganz kleinen Ausblick wagen dürfen, es ist noch früh vor der Saison, welche Mannschaften in der Liga siehst du dann wirklich oben? Ja, ich muss schmunzeln, weil das ist schwierig zu sagen, wirklich. Ich werde nicht jetzt lügen müssen, wenn ich jetzt sage, dass 10 Vereine um Aufstieg spielen wollen. Von daher, das sind alle potenzielle Kandidaten.
Zweitens, jedes Jahr gibt es eine Überraschungsmannschaft. Letztes Jahr war für mich Fair zum Beispiel so einer. Und von daher deutlich zu sagen, das ist ein Favorit, wird schwer. Ich nehme an, so Braunschweig, Kaiserslautern, so, das sind Mannschaften, die auf jeden Fall nochmal versuchen werden. Und es gibt immer ein paar Mannschaften, die immer man auch mitzählen kann. Pavel, vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, viel Spaß weiter bei der Arbeit und uns allen dann viel Erfolg. Danke. Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke.